Und hiermit herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Lange ist es her und es ist das Sommer-Update gekommen mit den ehemaligen exklusiven PlayStation 5 Quests, jetzt auch für Xbox und andere Konsolen erhältlich. Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade-Auftrag. Du hast den Auftrag vorgeschaltet, der dir Zugriff auf einen zusätzlichen Kerker des Kosmetik-Set, Ladenbesitzerin und ein Geschäft in Hogsmeade im Spiel verleiht. Dein Auftrag erscheint automatisch in Hogsmeade, wenn du im Hauptauftrag Fortschritte machst. Kosmetika sind im Ausrüstungsmenü mit der Option Erscheinungsbild ändern verfügbar. Das Kosmetik-Set, Ladenbesitzerin und das Geschäft in Hogsmeade im Spiel sind nach Abschluss des Auftrages verfügbar. Hogwarts Legacy-Trankrezept für Felix Felicis. Dieses Rezept erlaubt es dir, flüssiges Glück zu brauen, das dem Trinkenden für einen Tag im Spiel Erfolg bei bestimmten Vorhaben garantiert. Felix Felicis kann gebraut und genutzt werden, nachdem die Tränkestation und das Werkzeugrad im Hauptauftrag freigeschaltet wurde. Darf ich dann beginnen? Ja, okay, gut. Also, ist es schon lange her, wo ich den letzten Part aufgenommen habe. Privat habe ich meinen Slytherin-Spielstand mit der Hauptstory schon durch, deswegen weiß ich, ist es für mich nicht mehr blind. Schuldig im Sinne der Anklage. Gut, wo waren wir ja? Sprich mit Sebastian in der Krypta. Das machen wir doch mal. Oder machen wir zuerst die Hauptgruppe. Wie weit sind wir denn mit der Quest von Sebastian dann fortgeschritten? Schauen wir noch ganz am Anfang. Da würde ich mal sagen, machen wir doch erstmal Hogsmeade. Erstmal mit der Steuerung wieder zurechtkommen. Ist das hier die Quest? Das vergessene Ei, nein. Bist du das? Ja, da ist die Quest. Oh, jetzt wird's schaurig. Hallöchen, Puppöchen, na, wie geht's, wie steht's? Penny, okay. Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie Interesse an einem eigenen Laden hätten, samt einer Hauselfin, die Ihnen hilft. Gerne. Penny ist der Name. Pennys Herrin verkauft diesen Laden und Penny freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Inhaber. Es überrascht Sie vielleicht, dass Penny so ziemlich alles verkaufen kann. Ein eigener Laden mit Elfen wäre herrlich, definitiv. Oh, ein Laden, um Dinge zu verkaufen, wäre toll. Samt Aushilfe. Sie können Penny alles Mögliche geben, das Sie verkaufen wollen. Sobald der Laden läuft, bedeutet es keinerlei Mehrarbeit für Sie. Wenn Sie den Laden kaufen wollen, und Penny hofft das sehr, sollten Sie alsbald mit Pennys Herrin sprechen. Ihr Name ist Cassandra Mason. Warum verkauft deine Herrin den Laden? Und dich? Penny ist nicht sicher, da Herrin Mason nur selten mit ihr über derlei Dinge spricht. Allerdings hat sie auch oft gesagt, wie leid sie es doch ist, zu versuchen, den Laden zu vermieten. Mit den letzten paar Mietern hatte sie wirklich einfach kein Glück. Geht's dir gut? Hältst du etwa die Luft an? Penny geht es gut. Manchmal muss Penny sich nur daran erinnern, mit dem Reden aufzuhören. Das hört sich nicht gut an. Was könnte ich verkaufen? Was für Waren könnte ich denn in dem Laden verkaufen? Waren aller Art. Alles von Diptam-Essenz bis hin zu Mondkalbfell. Wenn es für etwas einen Käufer gibt, kann Penny es verkaufen. Für den besten Preis. Fragen Sie nur Herrin Mason. Der Laden wirkt ziemlich heruntergekommen. Warum herrscht hier ein solches Chaos? Oh, die vorherigen Mieter waren nicht gut organisiert. Sie haben recht früh aufgegeben. Ich mag sie.
Penny ist bereit, bei der Reinigung und Reparatur zu helfen. Also wird der Laden im Handumdrehen bereit sein. Warum liegt dir das Verkaufen so? Warum liegt dir das Verkaufen so? Ungewöhnlich für eine Hauselfin. Eine Sekunde, ich muss mich kurz umsetzen. Früherer Herr Mr. Mason, ihr alle möglichen Aufgaben in seinem Laden anvertraut. Penny schätzt, dass ein solches Talent für Hauselfen ziemlich außergewöhnlich ist. Aber Mr. Mason wollte es so und Penny hat es gerne getan. Mr. Mason war ein wundervoller Herr. Okay, dann rede ich mal mit deiner Herrin. Dann werde ich Madame Mason aufsuchen. Oh, fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Sie finden Herrin Mason in ihrem Haus am Nordrand des Dorfes. Penny hofft sehr auf eine Zusammenarbeit. Okay, dann gehen wir noch mal hin, ne? 120 Schritte. Kriegen wir jetzt noch einen Schatz? Alle Moore auf Stufe 3. Das kann was werden. Sonst scheint hier nichts zu sein, ha? Huh? Oh, schön, wieder in Hogsmeade zu sein. Ich habe das Spiel vermisst. Muss schon sagen, ich habe das Spiel vermisst. Was denn hier für eine Quest? Ach, Beziehungsquest würde ich mal sagen. Okay, hier muss ich... Nein, ich muss da lang. Erstmal wieder zurechtfinden mit den ganzen Wegen. Oh, da ist eine Schatztruhe, die habe ich noch nicht geöffnet. Die ist doch draußen. Hey. War ich hier noch nicht? So eine Truhe, aber war ich hier wirklich noch nicht? Also wenn ich hier irgendwo eine fliegende Seite finde, dann war ich wirklich hier noch nicht. So, erstmal wieder zurechtfinden. Entschuldigung. Ich finde, das tut bestimmt auch weh. Aber scheint wohl, dass ich hier wirklich noch nicht so war. Zumindest nicht in der Ecke. Da hören die Gläser auch einfach auf. Gehen nicht mehr lange Fackeln, ab mit der Quest. Mason, ich habe gehört, Sie wollen Ihren Laden verkaufen? Aber ja, ja, das stimmt. Sind Sie interessiert? War das die Synchronstimme von Professor Weasley? Ja, ich wollte schon immer einen eigenen Laden. Oh, fantastisch. Meine Bedingungen sind durchaus sehr großzügig. Das ist die Stimme noch ein bisschen. Und verzeihen Sie mir die Frage. Sind Sie nicht ein wenig jung für so ein Geschäft? Professor Weasley, sind Sie es mit viel Safttrank? Überhaupt nicht. Ich habe ein Händchen für solche Dinge, wenn ich das sagen darf. Wenn wir uns einig werden, würde ich den Laden gern kaufen. Nun, Sie scheinen das notwendige Selbstvertrauen dafür zu besitzen. Das ist die Stimme, eindeutig. Und natürlich steht Ihnen Penny zur Seite. Dieser Elf könnte einem Troll eine Tasse Tee verkaufen. Sie hat Ihnen sicher gesagt, dass sie zum Laden gehört. Ja, das hat sie. Sie gefallen mir. Ich sage Ihnen was. Ich verkaufe Ihnen den Laden für einen sehr fairen Preis. Ich glaube, Sie haben das Zeug dazu, etwas daraus zu machen. Hm, ein sehr fairer Preis. Für einen Laden samt Elfen? Wo ist der Haken? Ha, Sie tun gut daran, bei Geschäftsabschlüssen Argwohn zu hegen. Es gibt keinen Haken. Ich möchte Ihnen nur den Gefallen tun dürfen, den Laden zurückzukaufen. Zu einem vergünstigten Preis, versteht sich, sollten Ihre Versuche scheitern. Das Letzte, was wir in Hogsmeade brauchen, ist ein räudiges Schaf, das die ganze Herde ansteckt, wenn Sie verstehen.
Warum glauben Sie, dass ich scheitere? Ihr Glaube an mich ist ja überwältigend. Aber ich werde gewiss nicht scheitern. Da ist wieder dieses Selbstvertrauen. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Kommen wir ins Geschäft. Warum sind andere gescheitert? Es scheint nicht ganz einfach zu sein. Warum hatten andere Besitzer hier so wenig Erfolg? Sie wissen sicher, dass es nicht so trivial ist, einen Laden zu führen, wie jene mit weniger Geschäftssinn manchmal denken. Doch sie haben dabei im Gegensatz zu früheren Inhabern einen entscheidenden Vorteil. Pennys außerordentliche Geschäftstüchtigkeit. Ihre Hilfe wird den entscheidenden Ausschlag geben, sowohl in Bezug auf die Vorbereitung des Ladens als auch auf seinen Erfolg. Okay, ich denke darüber nach. Das klingt verlockend. Aber ich muss erst meine Finanzen prüfen. Ich komme zu Ihnen, wenn ich mich entschieden habe. Nun gut, aber ich kann mit dem Verkauf auch nicht zu lange warten. Wenn Sie den Laden wollen, sollten Sie so bald wie möglich zu mir zurückkommen. Oh, ich habe sogar genug Geld. Madame Mason, wegen des Ladens. Ja? Ich habe mich entschieden und möchte den Laden gern kaufen. Ich bin wirklich beeindruckt. Für Ihr Alter sind Sie erstaunlich geschäftstüchtig. Ja, das stimmt wohl. Und mutig. Sie werden es nicht bereuen. Geben Sie mir das Geld und ich bringe den Papierkram sofort auf den Weg. Gerne. Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hier ist mein Geld. Wunderbar. Soll ich direkt zum Laden gehen? Bitte doch. Oh, eine Sache noch. Seit dem Tod meines Mannes konnte ich mich nicht überwinden, einige seiner persönlichen Dinge abzuholen. Sie sind in einer Truhe hinten im Laden. Penny hat den Schlüssel. Wenn Sie sich nun dort einrichten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vor der Eröffnung einer alten Witwe beistehen und sie mir bringen könnten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrem Vorhaben. Penny wird Sie dort treffen. Machen wir. Sprich mit der Hauselfin Penny, machen wir. Hui. Der Weg ist ja zum Glück schnell. Und wir brechen dabei alle Knochen. Na, das ist schon Penny, hier sind wir wieder. Der Laden gehört mir. Oh, Penny freut sich sehr. Penny hatte gehofft, dass Sie den Laden erwerben würden. Ich bin froh, dass du mir zur Seite stehst. Du liebe Güte, Sie sind zu freundlich. Penny wird alles tun, um den Laden zum Erfolg zu führen. Es gibt viel zu tun. Der letzte Mieter ist überstürzt aufgebrochen, also sind eine Reinigung und Reparaturen nötig. Dann lass uns anfangen. Gut, gehen wir es an. Penny ist bereit. Zu zweit bringen wir diesen Laden im Handumdrehen auf Vordermann. Ach du liebes bisschen. Komm, trink! Leviose. Was für ein Zauber benutze ich denn? Um für Reparaturen durch. Okay, Reparaturen. Ja, stimmt, da war ja was. Repar. Es geht doch nichts über harte Arbeit. Das wird sicher der erfolgreichste Laden in Hogsmeade werden. Herrin Mason wollte, dass Penny Ihnen diesen Schlüssel gibt. Er öffnet eine Truhe im Hinterzimmer des Ladens. Oh ja, das hatte sie erwähnt. Darin sind die Sachen ihres verstorbenen Ehemanns. Penny fragt sich, ob sie die Truhe öffnen sollten. Ich mag sie. Die Luft an? Penny muss wieder an die Arbeit. Also irgendwas verschweigt sie mir. Die Frage ist nur, was? Oh. Rebellion. Ist das da hinten ein S9 Schloss? Ich dachte zuerst, das wäre so ein Demigeist. Thank you.
Was zum... Klar, wir gehen immer in Truhen, die in die Tiefe gehen. Alles ganz normal. Überhaupt nicht verdächtig. Ich würde ja sagen, das war Hermine, aber es geht ja zeitlich noch gar nicht. Genau, ohne Wiederkehr. Macht Sinn. Oh boy. Erkunde, was darunter liegt. Hallöchen, ist jemand zu Hause? Habe ich Lumos? Lumos. Ja, zurück. Da unten sind Bilder, okay. Wir uns retten. Okay, wir müssen hier definitiv was machen. Hallöchen. Hey, hat sich das gerade bewegt? Okay, wir können es zerstören. Wollte ich nicht. Alles. Ich hasse Seltsam. Warum sollte hier jemand einen einzelnen Hut aufbewahren? Revelio. Nicht gerade besonders einladend. Also. Oh, wie schön, jemand zum Spielen. Harte Arbeit macht ihm wohl nichts aus. Mit einem so entschlossenen Gast wird's wahrlich lustig. Lumos. Zumindest für mich. Ja gut. Wo geht's hier raus? Leute, ich hab Angst vor... Die ist neu. Na dann mal weiter. Ach du Schall. Da kann ich nicht weiter. Ja, auch nicht. Nee. Oh Gott, Leute. Ich hab keinen Bock auf Mannequins. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Okay, das ist jetzt nicht mehr witzig. Kein Wunder, dass die alten Besitzer hier nicht mehr arbeiten wollten. Ist ja alles verflucht. Leute. Ich habe gerade erst eine 8-Stunden-Schicht hinter mir und schon wollt ihr mich erschrecken? Das kann ja was werden. Lumos. Okay, wo kommt der nächste Gast hinterher geschossen? Fledermäuse. Toll. Na, das ging ja noch. Konfrigo. Lumos. Konfrigo. Wo ihr mich hier alle abwirft, mache ich mal Vorsichtsmaßnahmen. Scheint, als sollte ich dort etwas aufhängen. Wo soll ich was aufhängen? Diese Laternen müssen ja irgendwo hingehören. Was für Laternen?
Revelio. Ach so. Vielleicht sollen die Laternen an den Händen hängen. Repar. Ach, da ist die Laterne. Wingardium Leviosa. Wahrlich erleuchtend. Vielleicht überleben sie etwas länger als die anderen. Oder was? Wo kommen die Spinnen? Da bin ich raus. Dann könnt ihr den Laden gerne wieder haben. Bei den Spinnen bin ich raus. Bei Schmetterling, ja, aber. Hallöchen. Lumos. Hallo? So schnell, so weit gekommen. Gut. Sie sind vielleicht genau die Person, die ich gesucht habe. Ich hoffe, Ihnen gefällt mein Spielplatz. Erzählen Sie ruhig allen davon, sofern Sie es hier herausschaffen. Versuchen Sie es. Wenn Sie das Ende erreichen, treffen wir vielleicht eine Art Abmachung. Ich will doch auch, dass Ihr Laden Erfolg hat. Wie war der Spruch? Alles hat zwei Seiten. Aua. Konfring! Und Sie werden wohl bei Protego müssen. Ich geh erstmal hier hin. Sie haben den akademischen Weg eingeschlagen. Bücher werden nicht reichen, um mich zu schlagen. Revelio. Lumos. Oh boy. Ich laufe bestimmt jetzt voll im Kreis. Oh, ich brauche schon wieder Laterne. Scheint eine Laterne zu sein. Rebellion. Weg mit euch. Revelio. Lumos. Protego.
Komm, trink! Gott. Lumos. Ouch. Ich mach's einfach mit Stühlen. Lumos. Contringo. Lumos. Dachtest du so, hä? Der Geist. Oh. Wir drehen uns im Kreis, was? Sie können ihre Schritte zurückverfolgen. Oh. Okay, die Quest macht mich fertig. Was zum Lumos? Holy moly. Hey, hallo. Die Spinne hat mich jetzt erschreckt. Halleluja. Im. Lumos. Contringo. Oh, ich will nicht mehr. Oh, wie nett, dass ihr vorbeischaut. Contringo, Lumos. Contringo. Lumos. Contringo. Lumos. Contringo. Lumos. Contringo. Lumos. Contringo. Lumos. Und weg mit dir. Lumos.
Wie komme ich hier wieder raus? In der Bibliothek. Halleluja. Fehlen da die Worte? Ach, Schnauze. Andere. Okay. Muss ich jetzt wahrscheinlich hier lang. Halleluja. Hilfe. Betrachten Sie die Dinge doch mal aus einer anderen Perspektive. Liebes bisschen, kann ich hier runterspringen? Nö. Ich diese Quest mache ich fertig. Lumos. Warum habe ich das Gefühl, dass hier eine dicke, fette Spinne kommt? Bis zum Hinker. Die Tür ist zu. Ah, ne, funktioniert. Ich muss jetzt wieder zurück. Nö, ich muss da dann. Bin ich halt eben nicht komplett richtig gesprungen. Das kann natürlich auch sein. Sinn machen.
Wie zum Henker soll ich das machen? Die Quest verwirrt mich jetzt gerade. Aber gut. Nicht vielleicht. Hätte erst sein können. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich hätte es beinahe geschafft. Ich glaube, ich muss schnell machen. Mann. Ich habe mich für den falschen Weg entschieden. Hey, wie soll man das denn schaffen? Verwirrt. Muss ich oben vielleicht noch was machen? Ich komme jetzt auch hier nicht mehr zurück. Zum
Lumos. Kommt, Pringo! Lazio! Repar! Lumos! Kommt, Pringo! Was ich machen soll. Reparo. Lazio. Lumos. Contrigo. Revelio. Wie muss ich das machen? Ich komme doch da gar nicht mehr hoch. Ich bin überfragt, was ich machen muss. Ich übersehe höchstwahrscheinlich irgendwas. Ich muss irgendwas mit der Lampe machen. Was ist hier los? Habe ich jetzt irgendwas gemacht? So kann ich da runter. Ich bin verwirrt. Yeah. Fragezeichen. Leute, ich weiß echt nicht, was ich hier machen muss. Meine Fresse. Ey, 45 Minuten, ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Das macht keinen Spaß. Echt keinen Spaß.
Du musst irgendwas damit machen. Contringo! Ich komme auch gar nicht da hoch. Seriously. Sorry Leute, aber ich glaube, wir machen das einfach mal in der nächsten Folge, sonst sitzen wir noch in 3 Stunden hier. Vielleicht in 2 Tagen eine bessere Lösung. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, auch wenn es langweilig war, und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tüdelü.